natürlich auch auswärts punkten, so heute in Schöpping. Ob Ihnen das gelungen ist, erfahren wir von Volker Hertel. Die Gäste aus Bielefeld von links nach rechts waren natürlich nach Schöppingen angereist mit dem Ziel, zumindest einen Punkt aus dem Fechtestadion zu entführen. Schöppingen mit einer neu formierten Mannschaft befindet sich im Umbruch. 5 Stammspieler haben das Team von Bernhard Dietz verlassen. Pickenecker mit der 11 ist noch dabei, mit 18 Treffern in der vergangenen Saison Torschützenkönigin Westfalen prüft zum ersten Mal Oldie Wolfgang Kneipp. Unter den 1500 Zuschauern lautstarker Anhang von der Alm. Vujicic, einer der Neuzugänge bei den Gastgebern, Profi in Jugoslawien, dann in Schweden aktiv und nun in Schöppingen ein technisch versierter Spieler, wieder Pickenecker, Dirk Konnerding geht auf Nummer sicher. Ecke und die werden von rechts und links getreten von Vujicic. Zunächst abgewehrt Uwe Mielke, ein Flankenspezialist, auch er neu beim ASC. Er kommt aus Mahl. Gibt es zum ersten Mal Verwirrung. Erdgen, auch er neu, direkt auf Knall. DSC-Trainer Fritz Grösche mit dem Blick zur Uhr erwartete auf die erste Chance seines Teams und sie sollte auch kommen. Allerdings mit kräftiger Unterstützung vom gegnerischen Libero Greve, Stefan Stuttrucker auf Kapitän Dirk Otten. Ein wuchtiger Schuss, aber leicht verzogen. Das sehen wir gleich noch einmal. Die schöne Vorlage von Stuttrucker und dann mit links aus vollem Lauf Dirk Otten. Torlos 0:0 zur Pause. Die Halbzeitanalyse von Bernhard Dietz. Na ja gut, wir wissen, dass die Armeen, die sind eine Spitzenmannschaft, die spielen um die Meisterschaft. Wir haben eine stark verjüngte Mannschaft, wir haben viele neue Spieler integrieren müssen. Und wir haben jetzt am Mittwoch in Verl unglücklich 5:2 verloren, weil das Ergebnis, wir waren die Tore, da haben wir durch persönliche Fehler gemacht. Da ist die Mannschaft ein bisschen verunsichert und hat ein bisschen zu viel Respekt vor Arminia. Wir müssen sehen, dass wir zweite Halbzeit ein bisschen mehr Druck machen und vielleicht unsere Torschance, die uns bieten wird, dann zu nutzen. Ein bisschen mehr Druck nach dem Seitenwechsel machten aber zunächst die Gäste von der Alm. Das Spiel nun besser als im ersten Durchgang. Ein Foul von Zumbülter an Brückner knapp vor der Strafraumgrenze. Schiedsrichter Engler zückte gelb, diese Entscheidung genauso richtig wie die, dass es nur Freistoß und nicht Elfmeter gab. Fuhrberg Schuss von der Mauer abgefälscht und Eckball für Bielefeld. Wenig Arbeit bislang für Torwart Jörg Dohn. Fast alle Akteure im Strafraum der Schöppinger versammelt, da gibt es kaum ein Durchkommen, aber die Situation ist noch nicht bereinigt. Kein Abseits, Brückner auf Dirk Otten. Dann die Flanke, der lange Mielke springt am höchsten Dohn mit einem Reflex, die bislang beste Szene der Gäste. Dann Schöppingen, gegen Ende der Partie wesentlich aggressiver, da hatten sie offensichtlich den Respekt vor dem Gegner abgelegt. Pickenecker, einer der Besten beim ASC, Erdken. 2 Tore hat er in der laufenden Saison schon erzielt an den Pfosten. Pech für die Gastgeber. Und auch das sehen wir gleich noch einmal. Pickenecker, ein ständiger Unruheherd, zog zumeist 2 Abwehrspieler auf sich. Und irgendwie kommt der Ball zu Erdgen mit 19 Jahren, ein Riesentalent. Kneipp wäre hier machtlos gewesen. Das Spiel wogte hin und her, nur Tore wollten bislang einfach nicht fallen. Kurz vor Schluss die letzte große Möglichkeit für die Arminia. Aber es blieb letztendlich beim mageren 0:0. Keine berauschende Vorstellung des Titelanwärters Bielefeld. Schöppingen hat wohl so gespielt, wie sie das im Moment können. Und damit zurück zu Sabine Hartelt ins Studio. Und so haben die anderen gespielt. Beckum gegen Wanne-Eickel.